Servus Leute, wir sind wieder zurück in DC. Ich habe den Guten jetzt die Heli-Crash-Site-Karte gegeben. 74 Standpunkte, bei 3 liegt einer pro Restart. Das bedeutet, wir haben jetzt noch circa, keine Ahnung, 3 Stunden Zeit. Ja, und schauen wir mal hier auf der Wiese. Hier ziemlich genau ist noch ein Crashpunkt. Wir sind hier gerade in einem ziemlich dicht gecrashten Gebiet. Wahrscheinlich Airfield, okay, ist logisch. Dass Airfield, das sind überhaupt 10 Stück oder sowas. Wie ich das anzeige. Weil ist ja auch logisch, dass da mal was kaputt gehen kann. Ja, aber hier ist nichts. Wohl da bei den Bäumen? Ne. Na. Oder? Na, das schaut nur so aus. Nur mit den Wurzeln unten so dick. Ja. Und dann würde ich jetzt aber fast wieder auf die Straße zurückgehen. Na, ich von will der hinten. Straße müsste jetzt gleich auch nochmal einer kommen. Ich hätte hinten nachher dort im Bahnhofsgelände zuerst geschaut nachher. Also ja. Ich will jetzt nicht nur Heli-Crash-Site. Ich hätte schon unseren Plan nach Lopatino und dann zuerst da zur Baustelle, weil ich will schauen, ob ich einen roten Pristin finde. Auf jeden Fall. Und die Baustelle ist ja da vorne schon. Da, wo ich ja einmal krepiert bin. Dann ist ja die Schule, ist ja eine Schule auch noch dort halt. Wo und ich hätte gerne mal was Automatisches. Wo sollte da der Heli-Crash-Site sein? Eigentlich hier auf der Weser, also. Da auf der oder drüber halb von der Straße? Auf der linken Seite von der Straße, einfach mitten auf der Weser. Also das müssten wir jetzt schon fast sehen können. Deshalb gehe ich davon auf, dass da keiner ist. Da hinten ist ein Haus, das sehe ich. Also hier eigentlich direkt was ist. Hey, was ist das jetzt in Sichtweite sein? Warte mal. Das Gebäude kenne ich da. Kann auch sein. Hier kann auch mal ein Gebäude, oder? Ja, da ist ein Gebäude. Ich will da gerade reinschauen mal kurz. Das schaut so erleuchtet aus. Na, also hier wäre eine mögliche Stelle, aber hier ist definitiv nicht. Wahrscheinlich jeder bei dem Gebäude irgendwo. So, jetzt würde ich fast so sagen, wir gehen da hinunter. Zu der Schule. Ja. Garagen durchmachen. Ja. Dann noch in Richtung Lopatino hinunter, weil da sind glaube ich auch 2-3 Punkte noch, so wie ich das gesehen habe. Ja, hier sind ungefähr 10. Und von Lopatino würde ich dann in Richtung Airfield gehen. Hätte ich jetzt vor. Und von Airfield halt sozusagen die im Uhrzeigersinn die Runde machen. Halt unten anfangen bei dem Military-Zeug. Dann hinaufgehen bis zur Military-Base und dann hinuntergehen wieder die Hangar. Und dann, wenn wir bei den Hangar vorbei sind, würde ich dann in Richtung Military-Camp hinunter, halt in die richtige Base. Ja. Das wäre mal der Plan für den nächsten Parts und da haben wir sicher jetzt nachher auch Camp Action haben jederzeit, weil wir sind da, ja durch die vielen Crash-Sites, glaube ich, gehen die Leute ein bisschen mehr herum. Da haben sie auch neue Hallen, da waren früher noch, weißt du, da... Gut, ja, ja, aber hier waren wir seitdem, glaube ich, schon mal. Nein, oder? Da waren wir noch nicht. Hundertprozentig nicht. Das Gebäude erinnern. Quake Cargo Bands. Doch, hier waren wir mal. Nein, wir waren woanders. Da waren wir in der neuen Stadt. Da waren, das sind nämlich die gleichen Gebäude. Ja, ja, da sind die, aber wir haben die vorher schon mal hier gesehen. Ich kann mich dran erinnern. Da bin ich mal 100%. Die kamen schon, glaube ich, nicht beim letzten Update, sondern schon einen davor hier. Wir waren dann nämlich mal irgendwie hier in der Baustelle. Da hast du doch die ganze Zeit irgendwie eine Waffe. Du hattest immer mal Malheur mit deiner Waffe. Brauchtest du da immer was Vernünftiges oder so? Hä? Das kann ich jetzt ja hier direkt an der Baustelle. Ja, aber an das kann ich mich überhaupt nicht erinnern, was du gerade redest. Das müsste so, weiß ich nicht. Ich glaube, das war mit deinem letzten Charakter ungefähr. Wir waren auf dem, da in dem Gebiet schon 100 Parts oder sowas nicht. Ja, wir waren ja in letzter Zeit wieder relativ oft am Airfield. Ja, aber also da herüben nicht. Nur mit diesem Charakter, sondern auch mit dem davor. Da sind wir auch mal eine Runde gelaufen. Waren wir auch mal an der Military Base und so? Ja, aber nie darauf gegangen. Das weiß ich hundertprozentig. Wir sind nie dahergegangen. So, die Zuschauer, schreibt ihr das mal, ihr müsst das wissen. Die Hallen weiß ich hundertprozentig, dass wir es nur in der neuen Stadt gesehen haben. Die habe ich aber irgendwo anders auf jeden Fall schon mal gesehen. Auch so in so einer Reihenaufstellung. Wir, oben bei der neuen Stadt stehen die so im... Im Vier... Ja. Nein, ja, ich weiß, wo du meinst. In der Stadt davor ist auch noch einmal sowas. Da stehen sie nicht, da stehen sie so, so wie da. Halt in einer Linie. Du, weil in der neuen Stadt stehen sie in Vierkant, das stimmt schon. Aber in der alten Stadt da daneben, ja so, weißt du, wo wir die Feuerwehrwache das einmal nur gefunden haben? Die war noch alleine war.
Dort sind sie. Bist du ganz nach oben in der Baustelle oder wohin bist du? Ich bin in der Schule. So. Ich gehe zuerst in die Schule, bevor ich in die Baustelle gehe. Ist gleich ein bisschen sinnvoller. War eigentlich fast egal. Hier ist eh kein Mensch. Ja, das haben wir schon einmal geglaubt. Ich werde auch jetzt die Waffe wieder ziehen. Das Gebiet ist mir zu unheimlich, da bin ich nämlich schon einmal gestorben. So, soll ich ein Seil mitnehmen? Ja. Was? Nö, ja, oder? Wollen wir nicht einen Bogen einmal craften? Könnte man mal machen. Ich machen, ist es gleich. Ja, dann würde ich eher eine Armbrust mitnehmen. Aber glaube ich letztens mal liegen lassen. Ja, aber Armbrust ist so riesig, halt weiß ich nicht. Bandagen, die nehme ich einmal mit. Ich bin jetzt ganz oben in der Schule einmal. Hast, ja, ist ein roter Rucksack in der Baustelle? Nö, gar nichts eigentlich. Sehr, sehr wenig. Eine 1911er Encrafted. Ist da. So, dann gehe ich noch im Bahnhof und dann würde ich sagen, gleich wieder zurück zur Hauptstraße. Weil in der von der Hauptstraße links, rechts müssten wir eigentlich die ganzen Helicrashes sehen, oder? Ja. Ich glaube aber fast, dass da, ich weiß nicht, es ist schon echt heftig. Selbst wenn du dir abläufst, brauchst du wahrscheinlich die 4 Stunden, die der Server immer zum Restarten hat. Ja. Und dann sind davon nur 3 und dann, ich sag mal, bei einem guckst du nicht so genau hin, weil du denkst, ach, der ist da vorne auf der Wiese, passt schon und rennst da 300 Meter entfernt von weg und siehst den dann nicht. Also ich glaube, das ist schon extrem Glückssache. So ja, weil es ja nur 3 pro Restart gibt. Ja. Treff uns auf der Straße. Wenn du dann einen findest, ist der bestimmt schon geräubert. Das kann passieren. So, ich schau nochmal, kann man da hinten rein. War da oben eine Waffe drin in der Schule? 1911er. Sonst nix? Nein. Voll. So. Aufs Dach war auch nix, oder was? Ah, am Dach war ich nicht oben. Auf das habe ich nicht geschaut. Auf das habe ich vergessen, stimmt. Ja, manchmal gerne mal eine Mosin oder eine SKS. Ja, brauchen wir aber beide auch nicht, oder? Und M4. Wenn du einen Long Range Scope haben möchtest, hier oben nicht eins. Wo soll ich meinen Long Range hingeben? Geht das auf die AKM? Nein, da geht nur das AKM. Ich habe einen Long Range Scope auf jeden Fall. Weiß aber nicht, Rifle Scope, variabler Zoom. Da stehen keine Waffen bei. Vielleicht geht das ja auf deine. Ja. Interessiert mich aber nicht, weil ich kann sowieso so weit nach hinten schießen. 800 Meter soll die noch packen, oder? Ja, naja, sie packt 1500, aber... Es ist einfach das Visier schon so geil. Und du kannst halt beim Long Range nicht sehr gescheit die Luft anhalten. Was einfach scheiße ist. Wegen Zoom, oder was? Mhm. Links und rechts von der Richtung Hauptstraße. Ich bin auf der Straße schon, ich renne schon ein Stück in Richtung Süden. Das sind immer so 200-300 Meter von der Straße weg, direkt rechts und links. Ich schaue immer rein. Wenn du auch noch schaust, dann passt das, glaube ich. Weil, so wie ich das gelesen habe, gibt es jetzt die Ammo-Box, was wir letztens gesagt haben, was wir haben wollen, schon langsam. Wieder auch nochmal in den Heli-Crash-Sites. Das ist natürlich eigentlich eine sinnvolle Sache. Eigentlich fände ich es auch gut, wenn man M4 und AKM da nur finden würde. M4 gibt es nur in Heli-Crash-Sites. M4 gibt es sonst nirgends mehr. Dadurch haben sie sie aus dem Spiel ja im Endeffekt rausgebannt ein bisschen. Und die AKM wieder rein. Das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Man sollte dann einfach großen Helikopter machen und amerikanische Helikopter, Crash-Sites. Die ein bisschen anders positionieren, halt, dass man, weiß nicht, beim amerikanischen Flughafen, wo sie sozusagen Krieg geführt haben oder sonst irgendwas, obwohl Krieg kann es ja nicht sein in einer Zombie, die müssten ja eigentlich zusammengearbeitet haben, halt, könnte man sie wieder überall finden. Weil ich weiß nicht, tun die Russen noch immer mit der AK-47? Weißt du das? Nicht. Oder was die für eine Waffe jetzt haben? Doch, weiß ich nicht, eine 70er-Jahre-Waffe, oder? Ungefähr. 47, 1947. Heißt die ist ja. Ja,
quasi kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, aber die ist noch immer gut. Überhaupt viele, ich weiß zum Beispiel die israelische, ich glaube, israelische Spitzeneinheit haben teilweise auch AK-47 noch. Weil das so eine unkaputtbare Waffe ist. Ich weiß es nicht. So sehr kenne ich mich ehrlich gesagt auch mit Waffen nicht aus. Du möchtest jetzt von Lopatino aus nach oben gehen, ne? Ja, wir sind jetzt zum noch Airfield. Nicht in Lopatino. Am Airfield oder selbst, also auf der Fläche quasi vor den Hangars sind zwei Nein, wir gehen von Lopatino nach Vibor, weil da sind auch noch einige Punkte drunter. Und von Vibor dann hoch, weil dann sind wir gleich beim südlichen Militärzeug. So hätte ich es geplant. Achso, du auch noch dahin, okay. Weil sonst rennen wir immer wieder beim Norden hinein. Und dann passt das wieder nicht. Halt, dann passt ja unsere Runde nicht so gescheit. Das ist gescheiter, wir rennen nach Vibor hinunter. Ich bin jetzt in Lopatino in der Stadt herinnen schon in. Ich renne da gerade ein paar Gebäude ab. Halt nicht, dass du vorbeiläufst. Sag, wenn du reinkommst. Ja, ich renne gerade in die Stadt rein. Bin gerade bei der Kirche. Ich habe nichts verstanden. Hast du eh gesehen, oder? Steht mir auf der Straße das Ortsschild. Was? Ach so, nein, habe ich nicht gesehen, den Bug. War das immer schon so? Ja. So, ich würde da jetzt in Richtung. Ich würde da fast die ganzen Gebäude. Ist für uns eigentlich nur mehr. Was interessant wäre, wäre eine Pfanne irgendwann einmal. Dass wir Steaks anbraten können nachher und Fleisch braten können. Weil den ich Gas. Ich wette, dass die das mit den Helis nochmal deutlich erhöhen, von der Wahrscheinlichkeit her. Vorsicht, Zombie da drüben, der kommt hergelaufen auf mich. Hast du Waffe gezogen gerade? Ja. Magst du das? Weit weg mit meiner Kleinen hier. Na? Jetzt ist auf dich. Boah, viel Schüsse bei euch mit dir. Du blutest. Ich renn weiter gleich mal, okay? Links und rechts von der Straße sollten da wieder welche sein, oder? Hier die Crash seit 2. Drei oder viermal getroffen, das war ein bisschen heftig. Ja, du hast, ey, ich weiß nicht, du hast daneben geschossen bei mir immer. Habt ihr voll den. Ich stand ja da 2 Meter von weg. Ja. Also getroffen. Was war das für eine Waffe? Fall. 9 mm. Okay. Sollte eigentlich. Aber eigentlich die 9 mm müsste doch relativ stark sein. Ist ja eigentlich so polizeimäßig. Da müsste jetzt eigentlich gleich dann. Wie weit sind die Heli-Crashs jetzt immer von der Straße weg? Relativ weit, oder? War 300 Meter immer noch auf demselben Feld, aber relativ weit außen. Aber hier, wo wir jetzt sind, Lopatino, da wird es jetzt eher ein bisschen dünner mit den Heli-Crash-Sites. Ja, wir sind ja jetzt durch Lopatino schon durch. Ja, du bist auch weiter die Straße lang, oder? Ja, bist du ja. Gerade weiter. Hier rennt ein Zombie rum. Ich musste gerade vorbeigelaufen sein. Auf die Distanz treffe ich den nie, den Zombie. Wo bist du? Wir rennen irgendwo dahinter rum, ne? Hinter den Zombie? Okay, warte. Ich schieße den Zombie nämlich nieder, wenn er zu mir kommt. Soll ich den erschießen? Nein. So, die Schuss gehört? Ja. Ja, komm hin. Ich war 50 Meter weg auf offener Fläche, den ich gehört hätte. Das ist aber noch nicht Vibor, oder? Das ist noch nicht Vibor, ne? Das sind Ausläufer von. Das sind die Ausläufer von der Stadt, ja. Vibor ist ja quasi wie so eine Military Base und da wollen wir ja auch noch hin, ne? Naja, wir rennen jetzt nachher von Vibor aufs Airfield drauf. Und nach dem Airfield dann Military Base, genau. Wird sie auslassen. Genau, und dann Military Base vom Airfield weg. So ist das irgendwie das Gebäude auch ganz komisch bei mir gerade beleuchtet. Ja, jetzt, wir sind doch schon wieder mitten in der Nacht irgendwie. Ja, der Server läuft doch gerade erst keine 2 Stunden. Ich hab keine Ahnung. Aber Heli Crash Site hätte ich noch keinen gesehen dabei. Ja, ich glaube, das ist auch echt Glückssache. Ja, 74 und 3 halt. Du brauchst die Zeit schon, um alle abzulaufen, die 4 Stunden bei diesem Server.
Und da müsste es eigentlich das ist wieder echt alle zum ablaufen. Rumlatschen. Weil du ja nicht sicher sein kannst, ob dort wieder, halt, ob der sozusagen auf den alten Plätzen nicht wieder spawnt. So, Ich wette, das aber. setzen sie auch noch hoch, weil die haben meistens immer die Sachen etwas leichter gemacht Ja, auf es wäre sinnvoll, Dauer. wenn sie spawnen, halt, dass die verschwinden nach einer Zeit und dann siehst irgendwann im Himmel einen Heli herumfliegen und der stürzt nach irgendwo ab. Dann kannst du es auch lokalisieren. Wäre natürlich geil. Das war ja bei der Mozo. Da hast du ja auch einen Heli, der ist irgendwann reingeflogen. Und dann hast du ewig lang den Rauch gesehen. Ja, aber wir sind am Ende Da des war richtig lange der Bartes. Krater. Was? Willst du noch was? Ja, da war immer so richtig schöner Krater und so ein Ja, und du hast bisschen. ewig lang den Rauch und ewig hoch gesehen. Das war das Gute halt bei denen. Ja, aber der Bart ist zu Ende. Wir sehen uns morgen wieder in Vipor. Ja, bis dann. Ciao, Leute. Ciao.